Hallo zusammen, ich möchte euch noch mein Dezember Daily zeigen, also mein Dezember-Tagebuch. Lange habe ich kein Video gemacht, aber ich komme gerade gar nicht dazu, auch nicht zum Basteln, deswegen gibt es auch nicht viel zu zeigen. Aber mein Dezember-Tagebuch habe ich jetzt fertig gemacht und da blätter ich gerne mit euch durch. Hier habe ich so einen Cut-File benutzt für das Cover, das habe ich einfach mit Gesso ein bisschen weiß gemacht und hier so ein Wood-Veneer-Teil drauf geklebt. Und auch hier ist ein Wood-Veneer mit so einer Stoffschleife. Und hier in dieses Label habe ich einfach nur ein Stück Papier und von diesen silbernfarbenen Sternwäsche eingeklebt. Ich habe ausschließlich mein Hip-Kit genommen von November und ja, so ein paar Sachen, die ich auch noch so rumliegen hatte. Dieses Vellum ist zum Beispiel ganz alt von Crate Paper, von, ich würde sagen, vor 3 oder 4 Jahren sogar. Ja, ich habe es ziemlich einfach gehalten, weil ich erstens wenig Zeit hatte und ich das auch schnell fertig machen wollte, weil ich das Kit richtig spät bekommen habe und ich glaube erst fast Mitte Dezember oder also in der zweiten Woche irgendwie. Und dann wollte ich es schnell fertig machen. Hier habe ich ein Foto einfach so an ein Schild angeklebt, das meine Freundin mir an so ein Glas gehängt hat mit einer Backmischung für einen leckeren Kuchen. Und ansonsten habe ich hier dieses Simple Stories, so ein Pocket Page Album genommen, 4x6 Inch groß und habe diese Seiten, diese Plastikseiten aus 2 Alben benutzt. Also die da drin waren, musste mir keine extra kaufen. Die kamen in jedem Album, glaube ich, kamen 10 Hüllen und die habe ich hier verwendet. Ja, ganz viel geschrieben und immer nur einfache Sachen zum Verzieren genommen. Ja, hier habe ich einfach immer diese wie heißen sie denn? Cardstock-Teile genommen und hier so aneinander geklebt oder nur auf so ein Stück Vellum geklebt. Hier diese Folienzahlen waren dabei, die sind relativ fest. Also diese, ich glaube, Acetatfolie. Genau, die Journaling-Karten oder diese Pocket-Page-Karten habe ich benutzt. Oder auch das Papier, was in dem Kit kam, zurechtgeschnitten. Ja, ich habe die Seiten immer so abgewechselt, dass es so ein bisschen abwechslungsreich ist. Hier weiß ich nicht, warum ich so rumgejournalt habe, aber ja. Ja, das sind alles Sachen aus dem Kit. Wirklich bis auf 2, 3 Sachen, die nicht im Kit drin waren. Ja, das war's schon. Einfache Gestaltung der Seiten. Es ging dann relativ schnell und hat dann auch noch Spaß gemacht, das fertig zu machen. Ich habe es jetzt, glaube ich, erst tatsächlich Anfang Januar fertig gemacht und Ende Dezember erst angefangen. Ja, das wandert jetzt auf mein Regal hier oben über meinem Schreibtisch, wo alle Dezember-Tagebücher stehen. Freue mich, dass es fertig ist. Und ich jetzt was Neues starten kann.
Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.